Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Zweite Welle, die Welle der Heilung nach Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet. Und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeuten Frequenzen, Schwingungen oder Tönen. Wir befinden uns gerade in zweiten Welle und das beginnt am 10. September und dauert bis 22. September 2019. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Es könnt ihr so vorstellen wie bei uns die 7-Tage-Woche. Diese zweite Welle, was jetzt am 10. September beginnt, ist die Welle der Heilung und die Verbindung mit dem Naturreich. Das ist die Zeit, die Heilung und Transformation. Über diese Welle herrscht Ish, bedeutet übersetzt Jaguar oder Magier, die kreative, schöpferische, weibliche Kraft des Universums, verbindet uns zu Mutter Erde. Und wir können in dieser Zeit einen Kraftort aufsuchen und wir spüren diese starke Energie, was von Mutter Erde ausstrahlt. Das ist die Wandlung und die Fähigkeit, etwas Neues zu gebären. Das ist die schöpferische Energie, was wir mit Dankbarkeit annehmen dürfen. Das ist die Zeit, unseren Augen öffnen zu Schöpfung und Natur, bedeutet auch Herzöffnung. Und das können wir durch Meditation gestalten, dass wir bildhaft vorstellen, was wir erreichen möchten. Etwas Neues gebären lassen. Und das ist diese Zauberkraft, was wir gerade verspüren. In dieser Welle haben wir auch Portaltagen. Am 14. September, am 19. September und am 22. September. Es sind ganz besondere Tage mit feinstofflichen Energie. Diese Welle hat einen Einfluss auf unseren Körper, auf unseren Muskel- und Bewegungsapparat. In dieser Energie steht in Verbindung zum Edelstein Opal und die Kraft hier, was gerade herrscht, ist Jaguar. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.